Oh, aber die Erfahrungsprobe nehme ich noch mit. So, hier könnten auch noch ein paar Stufen hin. Genau. Nee, Treppen natürlich. Also gut, das kommt jetzt mal weg hier, das auch. So, dann bauen wir noch ein paar Treppen. Ja. Moment, das ist der Ofen. Wie sieht es denn eigentlich da aus? Ah, da ist eine Tür. Ja, das sind die Türen, genau. Da ist auch eine Tür. So. Gut, dann haben wir Treppen. Raus hier. Nee, lass mich doch raus. So. Zack und zack. Okay, und da vorne auch. Irgendwann gehen wir da vorne ja auch nochmal raus. Zack und zack. So, Schaufel. Und dann machen wir da noch ein bisschen frei. Moment mal, ist das überhaupt richtig so? Ja doch, eigentlich schon. Ja, ja. Mhm. Das ist mir noch ein bisschen zu eng hier. Und wir müssen uns auch mal überlegen, wo denn der Stall hinkommt. Also, oder die Weide. Das soll ja alles noch ein bisschen eingezäunt werden. Und dann kommen da Pferde hin. Und noch ein Kühe und Schafe und so ein paar so Tierchen eben. Aber vornehmlich Pferde. So. Und ich habe mir noch was überlegt. Das ist jetzt die Aufnahme hier. Ah, wir sind jetzt schon. Oh, Moment, das war ein bisschen zu viel. Ja, das kommt davon, weil ich auf den linken Bildschirm gucke. Das kommt davon. Nee, das. Eisenschau und Effizienz. Also, ja. Was wollte ich sagen? Das ist jetzt die Folge. Nee, also mittlerweile jetzt schon 272, genau. Nee. 271 war ja gerade eben. Also weil wir jetzt schon auch bei 17 Minuten Aufnahme sind, ne? Ich hätte mir so überlegt, dass wir bei Folge 300 mal wieder irgendwas Besonderes machen könnten. Ja, ihr wisst das ja, dass ich da nicht so der Fan davon bin, da irgendwie so auf Teufel komm raus, was Besonderes zu machen. Obwohl ich das im Prinzip natürlich gut finde. Ja, also an all die, die sich dafür die Mühe machen und sowas machen. Hey Leute, ihr seid cool. Aber ich nicht. Außerdem habe ich nicht so viel Zeit, deswegen ja, mache ich das eben nicht. So, ich sehe hier gerade. Moment, ich habe kein Knochenmehl. Ja, dann geht das ja nicht. Ja, aber in Folge 300 könnten wir insofern mal was Besonderes machen, als wir doch dann mal wieder irgendwo hingehen könnten. Und wohin ist ja wohl klar, nämlich wir machen endlich diese Flusserkundung. Wie ihr wisst, da vorne beim Zollhaus links weg. Nee, da soll doch was hin. Hier, so. Und dann noch ein schönes Päckchen schnüren, was wir mitnehmen. Und dann ziehen wir mal los. Und das könnten wir dann auch mal so machen, dass wir da mal ein bisschen länger unterwegs bleiben. Weil hier so, naja, sozusagen so ein bisschen hier Urlaub machen. Ja, ich will das hier alles zumachen. Und dann mal so, was will ich, so ein paar Folgen lang, so 10, 20 Folgen oder eben ein paar Aufnahmen lang. Also für mich sind es ja dann immer Aufnahmen von so 4 Folgen oder so. Dass wir da einfach mal so ein bisschen so als Nomaden rumlaufen, erkunden. Oh, das war's schon. Nee, da ist noch was. Und dann irgendwann natürlich wieder zurückkommen. So, die Frage, wann wir wieder nach Hause finden. Ja gut, aber das wäre doch mal eine Idee. Ich glaube, das mache ich. Es sei denn, ihr habt eine bessere Idee oder mir fällt irgendwas Dringenderes ein. Na, da ist ja das, also das große Gras muss man einfach so wegmachen. So, jetzt habe ich noch 4 Erdblöcke. So, dann haben wir da wieder ein bisschen zugemacht. Okay, ah, da steht die Tür noch auf. Das macht nichts. Ich muss ja sowieso hinein. Okay, und jetzt muss ich mal sehen, ob ich da Knochenmehl habe. Ja, da habe ich Knochen immerhin. Ah ne, das kann ich auch so machen. Zack und zack. So, also wenn man jetzt mit dem Knochenmehl... Moment, Rot haben wir ja schon da vorne. Wenn man mit dem Knochenmehl da dran geht, dann sollte das doch hier... Und das ist auch noch so eine Lücke. Ja, siehst du, da fällt sowas ab. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Oh, das war so ein Knochenmehl, okay. Habe ich, ja, die habe ich jetzt hier eingesteckt, okay. Dann will ich die gleich mal zu Farbe verarbeiten. Rosa Farbstoff. Ja, dann machen wir doch... Ah ja, aber rosa Schafe kriegen wir auch so. Ja, okay. Ist ja egal. Jetzt haben wir eben rosa Farbstoff. So, ach ja, und die Einwohner, ja, genau. Ja, wir kriegen hier schon wieder Einwohner. Wir beschummeln uns einfach welche dazu. Sehr mysteriös. Probieren das mal aus mit dem Schaf da vorne. Das ist jetzt unser Opferlamm.
Das kriegt jetzt gleich mal eine rosa Wolle verpasst. So. Zack. Rosa Schaf. Jetzt habe ich keine Schere mit. Ey, Moment mal. Ich kann mir ja eine bauen, dann habe ich ja gleich hier rosa Wolle. Aber ich will ja auch da vorne bei der großen Schafzucht Wolle haben. Also rosa Wolle meine ich jetzt. Ja, Moment mal, also wir müssen jetzt da zurücklaufen, aber das machen wir natürlich jetzt nicht hier überirdisch, auch wenn es gerade schön ist, sondern das machen wir unterirdisch und sehen uns das alles nochmal an. Aber das ist so langweilig. Egal, wir machen das jetzt. Dann können wir nochmal ein bisschen die ganzen... Nehmen wir das Schwert in die Hand. Ah ja, aber erst nochmal die Kartoffel. Die ganzen Schluchten da angucken. Also eben vorbeigehen jetzt, na, nicht richtig reingucken. So, da steht eine Werkbank jetzt. Ja, genau, also keine Kiste, wo noch was drin sein könnte. Da kann ich jetzt gut und schnell runterlaufen. So, ja, also das kennen wir ja noch. Ja gut, weiter jetzt. Ich will mich da nicht lange aufhalten. Fackeln habe ich ja auch wieder genug. Ja, da müssen wir nochmal die ganzen Rohstoffe abbauen. So. Ja, eigentlich wollte ich ja zurücklaufen, ne? Oh, dafür habe ich Gold entdeckt. Na, da kann ich ja nicht nein sagen. So, gleich mal abbauen. Ui, da ist noch mehr. Muss ich gucken, ob da noch mehr ist. Nee, da ist nicht noch mehr. Aber jetzt habe ich nichts mehr zum Zumachen. Das machen wir dann ein andermal. Ja, kommen wir jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen. Das ist jetzt auch nicht so viel. Hauen wir da ein paar von diesen Dingern weg. Moment, ich glaube, ich musste ja... Ja, komm, wir haben genug Fackeln. Setzen wir doch da mal eine hin. So gut, jetzt aber weiter. Jedes Mal, wenn wir da vorbeikommen, können wir da ja ein bisschen was abhauen. Wie viel ist das jetzt noch? Naja, doch, das ist doch ein bisschen mehr als gedacht. Bis hier und dann noch ein kleines Stück. Ja, okay. Ich höre einen Schleim. Das ist interessant, den will ich gleich mal suchen. Jetzt mache ich dann eben noch das hier bis zu dem Gang da. Ah, Moment, ich muss mal gucken, ob da... So, ach, da unten ist der. Ah, okay. Ja, ich werde jetzt mal zur Sicherheit hier mal eine Fackel reinsetzen. Und da ist die Lava, die macht das ja hell. Aber das kann ja nicht schaden. Na. Ach so, das ist zu weit weg. Ja, jetzt. So. Okay. Oh, das war's schon. Die gucken so doof. Ja, und die auch noch so. Zack, 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 zack. Noch einer ohne Fahrschein? Hier, ich hab's heute mit den Fahrscheinen. Okay, das war's. Da hoch komme ich auch wieder. Ja, der hat durch die Creeper-Explosion schon einiges abgekriegt. Und da vorne liegt noch ein Erfahrungspopel. So, und da das Eisen nehme ich noch mit. Noch mehr Eisen. So, habe ich... Nee, habe ich jetzt nicht. So, jetzt aber. Moment, ich habe jetzt genug Fackeln. Dann hau ich da mal eben was hin. So. Und da noch eben. Wo muss ich jetzt hin? Da wieder? Ja, toll. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem. Ich habe mich wieder verlaufen. Nein, ich meine nicht wirklich. Es muss ja hier in der Nähe irgendwo sein. Nee. Muss ich denn da noch an der Lava hier vorbei? Komm jetzt hier hoch da. So, da. Ja doch, tatsächlich. und in welche Richtung muss ich jetzt? Ach komm, Ach komm, das ist doch nicht wahr, oder? Ich war... Oh Mann, da oder da? Mist. Ey, ich weiß es echt nicht mehr. Scheiße. Ja, ey, also wirklich. Na. Ne, Moment, an dem bin ich vorbeigelaufen. Genau, richtig. Doch, ich muss hier lang. So. Ach ja, ich bin auch so ein Held, ne? Naja, was soll's. Aber ich krieg's ja hin. So, also jetzt kommen wir mal zu dem... Aha. Gut. Weiter. Nicht aufhalten. Oh, Gold. Oh, cool.
Boah, nee, das nicht so schnell drehen. Oje, oje. Durch den Tunnel laufen erschreckt mich schon. Bin ich froh, wenn ich da zurück bin. Lieber Schafe filmen, das ist nicht so gefährlich. Jetzt müsste ich gerne mal, würde ich gerne mal wissen, wie weit das Ganze ist. Ja, das sind 1000 Meter oder so. Oder etwas über 1000, meine ich wohl. Da muss ich mal auf die Anzeige hergucken dann. Ja gut, nutzt nur jetzt nichts. Oh, ich glaube, da vorne sind wir dann schon da. Ja, okay. Ja, da sind wir schon. So, jetzt muss ich eben noch mal prüfen. Ja, ich glaube, also das muss jetzt doch noch ein bisschen höher. Ja, ich glaube, das muss noch ein bisschen höher. Also ich meine, das kann ja nicht schaden. Das sieht auch einfach besser aus dann. Okay, aber das machen wir ein andermal. Ja, doch, ich kann ja gleich hier hoch. Ja, aber Moment mal, es ist ja Nacht. Ja, okay, dann legen wir es eben hin. Wir brauchen natürlich auch noch einen Zugang von unserem Weidenhaus aus. Das wäre ganz praktisch. Das kann ich ja mit einer Leiter machen dann. Ja, das ist ja dann recht einfach, weil wir ja wissen, wo wir hin müssen. Okay, aber jetzt mal erst Schafe färben. Zack. Ja, ja, verbrenn du mal. So, das sind blaue und weiße. Ich könnte ja die weißen hier noch. Ja, genau. Die könnte ich ja einfach mal rosa färben. Die sind außerhalb, die laufen weg. Und da vorne. Ja, da waren ja die Hühner dran. Jetzt muss ich mal sehen, wo die noch sind. Ah, da sind sie ja. Ja, wir könnten dann auch gleich mal ein bisschen Hühner füttern. Kühe und Schweine. Ja, doch, Schweine können wir auch füttern. Haben wir Möhrchen da? Ne. Das sind orange Schafe. Ja, okay. Machen wir da noch ein paar rosa Schafe. Das sind jetzt nur 11. Ich kann nur 11 machen. Das reicht aber erstmal. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ach, da. Ja, genau, da. So, bleibt mal schön da drin. Ach, und das Essen auch, ja. Aufessen, nicht das Schaf hauen. So. Und jetzt färben. Das weiße Schaf. Zack. Und du auch. Noch ein weißes. Du und du. Auch du noch und du noch. Oh, wir haben noch ein bisschen was. Zack, zack. Aber kein blaues umfärben, das muss nicht sein. Nö, das wollt ihr nicht. So, das war's. Jetzt haben wir noch ein paar rosa Schafe. Okay, da haben wir schon mal rosa Wolle. Ich hätte gerne noch drei weitere Farben. Dass ich die Schirme, die werden auch zweifarbig. Und da es zwei sind. So, ich brauche 9 Stück Wolle für einen Schirm. Also brauche ich 9 mal rosa und... Nee, gar nicht wahr. Ich will die ja zweifarbig machen. Ja. Dann muss ich das 5 auf 5 und 4 aufteilen. Dann brauche ich 5 rosa, 5 noch was anderes und 4 was anderes und 4 noch was anderes. So. Aber ja, jetzt wollte ich erst nochmal die Hühnchen füttern. Und das hier, das soll auch mal ein bisschen größer werden. Ja, komm. Ach, und Schweinchen kann ich auch füttern, weil ich ja da was habe. Und Wolle, ja, die Wolle lasse ich erst nochmal. Das mache ich erstmal noch nicht. Wir brauchen ja erst noch mehr. Müssen wir mal sehen, was wir denn überhaupt noch so an Farbstoffen haben. So, jetzt geht's aber erstmal zum Hühnchen füttern. So, zack. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, Hühnchen, komm mal her. So, jetzt. Und jetzt ist da noch ein Hühnchen allein. Ah, ne, da, hier. Da ist noch eins. Du und du. So. So, die haben jetzt alle. Ja, die Kleinen kriegen nichts. Wie sie mir hinterherlaufen. Ja, nö, kann ich nicht überspringen. Solange die Hühnchen da nicht rauskommen. Okay, jetzt haben wir Hühnchen gefüttert.
Gefüttert, ja genau, gefüttert.